Heute ist Ostern. Christus ist auferstanden. Christ ist erstanden. Wie ihr Kantate zu Ostern vom Johann Pachelbel gesungen wird. Wir feiern das neue Leben von Jesus Christus und damit unsere eigene Auferstehung. Für mein Verständnis ist zentral, dass die Auferstehung uns nicht erst für die Zeit nach dem lieblichen Tod verheissen ist, sondern schon für unser irdisches Leben hier und jetzt. Das bedeutet, dass wir nicht im Leid und in der Verzagtheit bleiben stehen, sondern gehen neu probieren, das Leben zu suchen. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft zur Veränderung. Der Titel der Predigt ist Meinungsänderung. Auferstehen kann bedeuten, Einstellungen, Meinungen zu ändern. Hören wir auf die Worte vom Predigttext. Sie sind nachzulesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 1 bis 12. Die Frauen von Jesus haben begleitet sie am Morgen vom ersten Tag ihrer Woche zum Grab. Sie haben den Leichnam von Jesus mit kostbarem Öl einbalsamieren. Der Stein war nicht mehr vor dem Grab. Und als sie in die Felsenhöhle rein sind, war der tote Körper von Jesus weg. Zwei Engel erschienen und haben zu den Frauen gesagt, was sucht ihr der Lebung bei den Toten? Er ist nicht mehr hier. Er ist auferweckt worden. Denkt daran, was Jesus euch noch zu Lebzeiten gesagt hat, dass er in die Hände von sündigen Menschen wird ausgeliefert werden, dass er gekreuzigt wird und am dritten Tag aufersteht. Die Frauen haben sich an seine Worte erinnert. Es sind das die Maria aus Magdala, die Johanna und die Maria, die Mutter von Jakobus. Und sie sind vom Grab zurück in die Stadt, wo sich die anderen Gänge noch versteckt hatten. Sie haben das, was sie erfahren haben, den Jüngern erzählt. Die aber haben die Worte als leeres Geschwätz abgetan. Sie haben den Frauen nicht geglaubt. Der Petrus ist darauf runter zum leeren Grab und dort hat er nur noch die Leinentücher gefunden. Er hat sich gewundert über das, was passiert ist. Soweit die Ostererzählung in diesen paar Versen im Lukas-Evangelium. Überlegen wir doch einen Moment, was die Jünger für eine Rolle spielen. Sie haben sich versteckt. Während Verurteilung, Kreuzigung und Sterben haben sie Jesus nicht begleitet. Natürlich war es für sie schlimm, mitzuerleben, wie Jesus ist Unrecht und Gewalt widerfahren. Sie haben das, was nicht hätte dürfen sein, nicht wollen wahrhaben und schon gar nicht miterleben. Sie sind in Angst verharrt. Wo die Frauen haben erzählt, dass Jesus lebt, haben sie sich nicht auf die Botschaft eingelassen. Die Meinung der Jünger war gemacht. Sie haben den Frauen nicht geglaubt. Und noch lange haben sie nicht verstanden. Wie sieht es mit der Rolle der Frauen aus? In seinem Leben, auf seinem Leidensweg, haben die Frauen Jesus begleitet. Es ist alles anders gekommen, als sie sich vorgestellt haben. Aber sie sind bei Jesus geblieben, trotz allem. Sie haben mit ihm gelitten, haben ihn nicht im Stich gelassen. Als der Leichnam nicht mehr im Grab war, haben sie auf die Worte der Engel gehört. Sie haben verstanden. Das hat ihre Perspektive verändert, ihre Sichtweise. Die Frauen haben sich auf die Botschaft vom neuen Leben eingelassen. Sie haben ihre Meinung zu Jesus
verändert, haben alles neu angeschaut. So haben sie die Botschaft vom Leben weitergetragen, als erste Zeuginnen der Auferstehung. Meinungsänderung. Christus ist auferstanden vom Tod ins Leben. Das hat auch unser Leben für Gang verändert. Neues Leben gewinnen hat mit Veränderung zu tun. Es hat damit zu tun, Schweres auszuhalten und trotzdem Neues zu suchen. Es bedeutet, das Leben ab und zu aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Eine Meinung zu ändern, das verlangt von uns etwa die das Eingeständnis, ich habe nicht recht. Nur so kommen wir weiter wie die Jüngerinnen. Meinungsänderung ist lebenswichtig. Veränderung bewirken, Veränderung annehmen. Das fördert und rettet Leben. Deutlich zeigt sich das im Wirken von einem Menschen, den ich euch jetzt noch kurz vorstellen will. Es handelt sich um Ignaz Semmelweis, einen ungarischen Arzt. Er hat 1846 auf der Geburtsstation im Spital zu Wien beobachtet, dass es auf den zwei Entbindungsstationen eine unterschiedliche Sterblichkeitsrate bei den Frauen gegeben hat, die am Kindbettfieber erkrankt. Auf der Station, wo die Frauen besonders häufig Kontakt zu Ärzten hatten, sind sie auch viel häufiger gestorben. Auf der anderen Station, mit tieferer Sterblichkeit, haben ausschliesslich Hebammen gearbeitet. Ein junger Arzt ist zu der Zeit an einer Blutvergiftung gestorben, die ähnlich verläuft wie das Kindbettfieber. Der Semmelweis hat den Zusammenhang erkannt. Die Ärzte, die Obduktionen durchgeführt haben, haben sich an Leichen infiziert. Ohne Hygienemassnahmen haben sie daraufhin Frauen untersucht und haben sie direkt angesteckt. Von Bakterien und Viren hat man dann noch nichts gewusst. Aber der Semmelweis hat geahnt, dass Ansteckungen auf mangelnde Hygiene zurückzuführen sind. So hat er dann angeordnet, dass sich die Ärzte vor jeder Untersuchung die Hände desinfizieren müssen. Dazu hat er konsequent Hängewäsche verlangt. Bis in die aktuelle Zeit gäng noch die wirksamste Hygienemassnahme. Die Sterblichkeit bei den Frauen ist gesunken. Trotzdem ist er von Kollegen wegen seinem Hygienefimmel verspottet worden. Und seine Theorie ist noch lange nicht ernst genommen worden. Depressiv ist er schlussendlich noch jung in einer Irrenanstalt gestorben. Neue Argumente, neue Theorien, die unseren Überzeugungen widersprechen, lehnen wir mehrheitlich eher ab, außer zu überdenken oder gar nicht zuzustimmen. Dem sagt man bis heute Semmelweis-Reflex. Die eigene Meinung zu ändern, fällt den meisten schwer. Aber zwischen ihnen ist das lebenswichtig und der einzige Weg, der uns zum Ziel führt. Meinungsänderung rettet Leben. Die Frauen in der biblischen Ostergeschichte haben viel verstanden. Dass die Botschaft von Auferstehung ist weitergetragen wurde, das ist auf jeden Fall zuerst einmal den Frauen zu verdanken, die als erste haben an die Auferstehung geglaubt und haben davon Zeugnis abgelegt. Lassen wir uns ein, heute an Ostern und gehen wieder auf das neue Leben mit Jesus Christus. Ein Leben, das eine Aufgabe ist und aus Veränderung besteht. Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaft auferstanden.